Also hier liegt schon mal ein umgefallener Telegrafenmast, beziehungsweise okay, für Stromleitung, ne? Naja. So, hier ist ein Bach. Und zwar quasi vor dem Haus. Thomas hat den anderen Weg genommen, ich habe den sowas genommen. Das ist mir lieber. Und wir haben Thomas schreien gehört und seitdem nichts wieder von gehört oder gesehen. Aber die Absperrung sagt, dass wir wahrscheinlich auf dem richtigen Weg sind jetzt. Und diese Absperrung bedeutet, dass wir vor einem Lost Place stehen, der aber irgendwie auch nicht mehr so viel wert ist. Also nee, man kann schon von hier ins zweite Fenster gucken. Ja. Also man kann sich das von außen schon anders angucken. Ich weiß ja nicht, wie du reingekommen bist, aber. Vermutlich mal da durch. Ja. Aber es lohnt sich auch gar nicht, da rein zu klettern, weil das Einzige, was hier noch einstürzen kann, ist der Zaun. Guck mal, da kommen die aber rein. Guck mal, da ist schon. Ja, umgekehrt. Wir können es nochmal probieren, ja. Ja, also wir haben beschlossen, wir betreten das Haus nicht, weil nichts zum Betreten da ist. Das Waschbecken hängt in der Wand. Aber nebenan ist ja auch noch was. Und da gehen wir jetzt hin. Ganz genau. Steht da gerade was? Nee. Nur vom Motorräder, gut. Ich dachte jetzt schon, ich hätte jetzt schon gleich zu Anfang den Ort gelegt. Denn wir sind hier in so einer Motorradkneipe oder Bar, Unterkunft. Aber die scheint schon sehr lange verlassen zu sein. Ist das nicht verrückt? Und sowas habe ich gar nicht gesehen. Mit den Swimmingpools? Auch ja. Zum Aufwand, aber. Die bringen nur alle nichts, wenn man sie nicht ab und zu mal ausleert, ne? Oh Gott, wenn ich die Decke sehe, dann habe ich jetzt schon Angst, eins weiter hochzugehen. So. Ja, die Decke hier, das ist. Naja. Und die hat auch vergessen, jemand aufzublasen, die Dinger. Das Kurioseste hieran finde ich eigentlich diesen Schlauch, der aber von oben nach unten dann da reinführt. Also, mal sehen, wo der oben anfängt, dieser Schlauch. Waren wohl europäische Wochen oder sowas. Dort so kleine Fähnchen. Ja. Griechenland und Belgien, ne? Gut. Hier liegen dann noch so Unterlagen von 91 datiert. Die wollte ich aber nicht weiter filmen. Hier Kühlschränke und jetzt geht's mal hinter die Bar in den Backstage-Bereich. Vielleicht war das ja wirklich etwas Backstage. Irgendwie cool eingerichtet ist es schon, ne? Ah, was denn dann das hier für Preise? Oder so. Vor allem die Krönung ist ja Cola 4 Euro und so. Gab es hier etwa auch Prostituierte? So. Geh ich mal weiter hier. Nehmt in der Küche Simon. Was ist da hier? Clubtelefon. Das sind noch D-Mark-Preise. Warum steht hier irgendwie arabische Schrift? Ja, upala. Ich wollte gerade sagen, der Zustand des Hauses ist nicht mehr so gut. Also hier ist ein Loch, aber das geht nicht tief, ist ein Stück. Aber man muss nicht drauf treten. Also man muss selbst im unteren Stockwerk schon aufpassen, wo man hintritt. Ich hoffe, dass man die Lampe nicht von draußen sieht, weil das ist direkt in der Straße. Die Gitarre hat auch schon mal bessere Seiten erlebt. Bessere Seiten. So, ich glaube, diese Flasche hier ist nicht original. Die ist, na gut, 2000 abgelaufen, okay. So, ein Schrank, oder? Wer traut sich, den Kühlschrank aufzumachen? Naja, ich. Nichts drin. Wenigstens was. Tada, noch ein Kühlschrank. Nichts drin. Aber hier ist noch was. Das ist ja uralt, ja. Lorbeerblätter. Aber da hier steht auch die Brühe drin. Ups. Verfallsdatum. Ich sehe keins. Aber ja, sicher wird man sich noch an die Sachen erinnern. Ja, haltbar bis Ende 2000.
Das ist sicherlich das Neueste, was es hier gibt. Die anderen sind, glaube ich, noch älter. Also ich kann mich an diese Designs gar nicht erinnern. Ostmann ist ja nun auch ein sehr bekannter Gewürzehersteller. Ja, hässliche Tassen. Kenne ich gar nicht. Vorhin Marmormehl. Sehr abrasiv, denke ich mal. Also ich würde es nicht benutzen. Oh, hier war jemand Fan vom A-Team. Bin ich aber eigentlich auch. Also ich habe das schon zu meiner Kindheit immer gerne geguckt. Und wenn es mal drauf ist, so zurück im Flur, ist natürlich ja halt Schrank mit Geschirr. Jetzt nicht allzu viel zu sehen. So, jetzt wieder am Anfang habe ich hier noch eine Tür gefunden, die auf ist. Aber ansonsten gehört. Hier ist ein alter Elektrorasenmäher. Ja, gut. Also wenn wir keinen Gang nach oben finden, dann ja, war es das mit dem Video schon. Thomas hat gerade eine Blaupause gemacht. Ja. Nein, ich habe einen ausgelaufenen, in meiner Tasche ausgelaufenen Schiff bearbeitet. Ich habe versucht, die Restteile von diesem zerbrochenen Stift aus meinem Rucksack wieder rauszufummeln, weil die nämlich in einer Stifttasche drin sind, die ist so schmal, dass man nicht mit den Fingern reinkommt, um unten was rauszuholen, aber stattdessen... Außer die Verbaufarbe. Na ja, gut. Die suppt durch die Tasche durch, wenn du das mal deinen Zuschauern zeigen lässt. Hier ist jetzt alles blau. So eine Schweinerei. Und hier ist halt diese Stifttasche, diese schmale hier. Das ist so eine Riesensauerei. Lasst euch keine Werbestifte vom Freistaat Thüringen andrehen. So, naja gut. So viel dazu. Ja. Wir gehen jetzt mal hoch. Simon ist schon vorne weg. Da war ein Simon. Ja, da waren wir, ne? Und was gibt's da? Jungs. Mädels und Jungs. Cool. Also wie du mal sagst, ein Scheißhaus. Ja, das ist ein Scheißhaus einfach nur. Schlicht und ergreifend. Das sieht man auch an der Zerstörung und man riecht es auch ein bisschen. Also Scheißhäuser. Upsala. Ich schmeiß nach oben. Achso, bei Gasgeruch Haupthahn abschließen. Na, das geht natürlich nicht so einfach. Was gibt's hier nochmal? Nochmal Scheißhäuser oder wie? Ja. Ja, nochmal schön Pissoir und so. Muss man nicht weiter drüber reden. Die haben es aber schon versucht aufzubrechen, oder beziehungsweise die haben es geschafft. Aber ansonsten ist hier doch recht viel verrammelt. Das ist schon. Ja, ist schon irgendwie merkwürdig für das Place, ne? Ja, vor allem diese. Na gut, das sind so Brandschutztüren, ne? Die sehen aber aus wie. Die sehen aber aus wie nachträglich eingebaut. Das ganze Haus ist auch ein Schräg, falls ihr es gerade seht. Also. Ja. Ich habe eine Wasserwaage drin. Wie man sieht, warte, ich halte es mal gerade und an die Kante unten. Okay, das ganze Haus ist hier schon. Das ist schief. Vielleicht ist es deswegen auch verlassen worden, weil es halt. Weil es vielleicht dann schon einsturzgefährdet ist oder so. So sieht dann also so ein Zimmer aus. Ich traue mich fast gar nicht reinzulatschen, aber. Was sein muss, muss sein. Boah, ist das schräg hier, ja. Voll schräg. Ja. Schräg. Die Kamera sich scharf stellt. Hier ist auch das Dach, wo es reinregnet, wo die Schwimmbecken drunter stehen. Planschbecken. Man hätte einfach mal eine neue Folie drauf machen müssen. Das hätte vielleicht mehr gebracht als Planschbecken. Hier wird man echt seekrank. Die Türen, die gehen schon gar nicht mehr richtig auf. Boah, wo geht's hier hin? Da, mal Staub entgegen. Oh, ansonsten ist das hier schon ganz muggelig eingerichtet. Es knattert. Ist das Wassertropfen oder arbeitet das Haus einfach nur? Ja, nichts mehr drin. Hier ist dann noch ein schönes Zimmer. Mehr oder weniger, also ja, so sehr spartanisch eingerichtet, ist aber auch alles schon wirklich alt, also man kennt es vielleicht noch. Also das Ding scheint wirklich schon lange verlassen zu sein. Es wundert mich, dass es noch doch recht gut in Schuss ist. Also was den Vandalismus betrifft, bis auf die Tür. So, die nächste Etage wird sicherlich auch nicht viel anders aussehen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal. Jedes Mal kommt einem irgendwie der Dreck entgegengeflogen. Also gut, es stehen überall andere Betten drin, andere Möblierung. Hier scheint wohl ein Bad, ein abgetrenntes Bad zu sein, wenn man die Tür aufkriegt.
Oh, das ist ja tatsächlich schon mal angebaut worden. Hier fliegt einem die Tür weg, wenn man sie öffnet. Einfach weil die Bude so schief ist. Eieiei. Ach, das ist ein hässliches Nachttischschränkchen. Gut, oh, ich kann ja. So ein Zimmer im Mittelgang. Das ist mein neues Bild, nämlich Schimmel. Was sind das denn für Etagenscheißhäuser? Keine. Sind da ein paar Pritschen drin? Also quasi Abstellkammer. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Boden trägt mich theoretisch noch. Also zumindest hat er so die ganze Zeit keinen schlechten Eindruck gemacht. Hier ist ein Bad, okay. Kann man kurz reinleuchten. So, die Tür geht auch auf. Sehr schön. Das sind wohl diese Billigzimmer. Abstellraum. Das ist tatsächlich eine Tür, zugeschlossene Tür. Nee, hat keine Chance. So, weiter unten. Die Sau geht nicht da rein. Scheiße. Der Teppich sieht ja lustig aus. So, hier ist gar kein Schloss drin und das ist sehr gut. Das ist jetzt aber auch der letzte Raum hier. In den Keller kommt man nicht, da ist zugeschlossen. Hier war Kissenschlacht. Das ist aber wirklich eine übelst keimige Bude. Boah, das Bad ist noch nicht so richtig gut hier. Nee. Aber es sieht wenigstens ein bisschen toll aus. Ja, wir haben ein bisschen was gemalt hier. Also ist ein bisschen Mühe gegeben. War von Anfang an schon so verziert. Gut, das war es jetzt auch wirklich mit dem Gebäude. Ja, ich hab doch noch eine Etage hier. Ja, du schon? Ich war schon oben. Da gibt es noch weniger zu sehen. Gut, also ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.